Okay. Also, heute werde ich reden über die Herzrhythmusstörungen und grob die Herzrhythmusstörungen teilen wir in zwei Gruppen, die aus dem Vorkammer kommen. Wir nennen die supraventrikuläre Herzrhythmusstörungen und die, die aus der Kammer kommen. Die führen meistens oder in der Regel doch zu plötzlichen Herzrhythmusstörungen und deswegen werde ich nicht dann überredens ausführlich heute besprechen. Die aus der Vorkammer kommen, vom Häufigkeit ist am häufigsten Ohrenflimmern, das kann Sie bestimmt auch ein bisschen hören. Da gibt es Ohrenflackern, da gibt es auch andere Rhythmusstörungen, aber häufiger sind bei jüngeren Patienten und doch deutlich seltener als Vorflimmern und Vorflattern. Bei Vorflimmern sieht man bei normalen Impuls, sieht man hier, das ist der normale Schrittbahn, Erstschrittbahn, und Impulse hier erzeugen. Die Impulse werden ausgebreitet im Vorkammer. Und es gibt eine einzige elektrische Verbindung zwischen Vorkammer und Kammer und die lässt im normalen Impuls alle Impulse durch den Kammer. Bei Vorflimmern im Vorkammer flimmern. Die haben keine geregelte elektrische Ausbreitung von dem Impuls, sondern die flimmern. Die Auslöser für sowas ist bis zu 80% sind die Lungenvenen. Die Lungenvenen bringen sauerstoffreiche Blut aus der Lunge im linken Vorkammer. Das heißt, die sind die Auslöser, das sind da 80% der Patienten, die sowas haben, und dann tun die Vorkammer nur flimmern. Die flimmern mit einem Frequenz, das heißt, wenn schräge oder elektrische Impulse provoziert von über 350. Wenn ich nochmal zurückgehe und ich sage, alle diese 350 Impulse im Kammer kommen, das wäre aber auch ein schneller Kammerflimmern, auslösliche Herzdruck. Das passiert aber in der Regel nicht, weil diese einzige elektrische Verbindung zwischen Vorkammer und Kammer hat auch einen Schutzmechanismus. Die nicht alle Impulse durchlässt, wenn er sehr schnell ist und aber Patienten in Ruhe liegen. Normal dann Vorflimmern, wenn vorliegt, schlagen die Kammer mit einer Frequenz von 140 bis 180. Kann sein, dass sie ganz langsam sind, sondern manchmal Herzschläge 40, 50, ganz selten auch mit über 200 pro Minute. Habe ich auch gesagt, ist häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung in entwickelten Ländern. Hier bis zum Jahr 2030 rechnet man in Europa mit 14 bis 17 Millionen Patienten pro Jahr mit Vorflimmern. In New York 120 bis 215 Millionen. So sieht ein EKG aus mit Vorflimmern. Da sind die Sachen. Normal haben wir vier EKGs auch gesehen, die regelmäßig sind. Hier sehen wir die Sachen, die komplett regelmäßig sind. Das zeigt, dass diese Patienten Vorflimmern hat. Ist spezifisch für Vorflimmern, dass die Sachen unregelmäßig sind. Und Patient spürt auch, dass der Puls nicht nur schnell, sondern auch unregelmäßig ist. Sonst spüren die Patienten manchmal auch Luftnot oder besonders bei Belastung fehlt mehr. In Benin ist Vorflimmern das nicht immer gleich Vorflimmern mit allen. Gibt es Vorflimmern, wo man wo wir erstmal diagnostizieren und wir werden das erstmal diagnostizieren, erstmal festgestellt. Wir wissen nicht, wie lange das vorliegt, wie lange das Patient hat, wir haben heute festgestellt. Bei Patienten, wo dieses Rhythmus, man kommt und geht von allein oder auch mit so einem Elektroschock, kann man diese Rhythmusstörung wieder in den Rhythmus bringen. Wenn das innerhalb von 7 Tagen weggeht, dann heißt paroxysmal, das ist ein Iterieren. Man kommt und geht, ist nicht dauerhaft da. Wenn längere Zeit bleibt, über 7 Tage, ist dann persistieren, heißt längere Zeit, das war aber auch in Konsequenz bei Erfolg bei Medikamentenbehandlung oder Verbindungswahl ist ein bisschen geringer. Das heißt, wenn man länger wartet, dieser Rhythmusschock von dieser Skala kommt hier, wird schlechter, das heißt, hält länger an und kommt nicht und geht nicht von alleine, sondern bleibt länger, dann die Erfolgsaussichten zur Behandlung sind auch etwas schlechter. Und das wäre Rhythmus schon kalzieren, über 8 Jahre. Und wenn wir aber entscheiden, wenn man nichts mehr, kann man nichts mehr behandeln, diese Rhythmus schon in den Rhythmus bringen, dann sagen wir, ist für immer diese Rhythmus.
Hier nochmal die Leitlinien, habe ich Ihnen heute erzählt von Leitlinien. Ist all mit Tod, mit Schwarz, mit Körnerhausaufenthalte, Vermotten, Vorfirmen, Lebensqualität, Anstrengungen und so. Was gibt es an Therapie bei dieser schon bei Vorfirmen? Als erstes, wenn Patient im Körnerhaus kommt, mit so einem Rhythmusschock, hat bis zu 200 Rhythmusschock, gibt es als Möglichkeit Armutsfrequenzkontrolle, sagen wir, das wäre einfach schneller Puls, ein bisschen langsamer. Nicht unbedingt Herz und Rhythmus zu bringen, nur Puls langsamer, dass der Patient stabilisiert. Gibt es aber auch eine gute Rhythmuskontrolle. Manchmal ist es normal, der Patient doch in extrem seltenen Fällen zusammen therapiert ist, weil der Puls extrem schnell ist, da muss man doch ergänzt und wieder die finden. Was können wir sonst machen? Handeln auslösende Faktoren. Oft Übergewicht ist auch ein auslösender Faktor, Hochblutdruck und so ein. Die muss man auch mitbehandeln. Aber als nächstes tun wir eine Risiko abschätzen. Es gibt einen Kalkulator, so wir gucken mit dieser Rhythmusschwäche, Patient dann mal Schlaganfall gehabt, Herzschwäche und das und das. Und dann tun wir die Punkte zusammenrechnen und sagen wir, ja, er hat hohes Risiko, sehr hohes Risiko oder kleines Risiko, ein Schlaganfall zu bekommen. Schlaganfallrisiko ist sehr groß bei Patienten mit Vorfällen, weil die Vorgaben nur entzettern. Ich schlage nicht mehr richtig und Blut bleibt in einer besonderen Stelle häufig stehen. Linke Vorhofohr heißt das. Und da kommt zum Geritzen. Und diese Geritzen, da können schon in Hirnarterien, Hirngefäße, Gießen und Schlagen nach draußen. Und deswegen tun wir dann diese Risiko einschätzen, weil dass wir auch dann wissen, ob diese Patient speziell ein Blutverdünner braucht, dauerhaft oder nicht. Was in meisten der Fälle der Fall ist, dass die Patienten dort Blutverdünner brauchen. Dann müssen wir auch die Gesundheit kontrollieren, ein bisschen Puls unterbringen und als nächstes dann für längere Zeit zu planen sind dann die Arterialitmiker, das heißt die Medikamente, die Herz doch in den Rhythmus bringen wieder von dieser unregelmäßigen Puls und schnelle Schlagen von Vorkammern in normalen Takt. Die Medikamente kann man aber auch akut oder wenn mit Medikamenten nicht Rhythmus kommt, mit so einem Gerät, geht man Patienten zum Schlafen, wird sedieren, Patient schläft, kriegt nichts mit, aber das ist kein Notfall, das ist geplante Sache, kommt alles wieder in Takt. Oder gibt es eben auch Katheterlösungen. Medikamente normal gibt es Beta-Blocker, sind gehört, Digoxin, Digitoxin, ist ein Puls runterzubringen, nicht als Rhythmus zu bringen, gibt es Amiodarone, gibt es Rekaffee. Alle diese Medikamente haben Vor- und Nachteile, Nebenwirkungen, manche mehr, manche weniger. Beta-Blocker können den Puls gut stabilisieren, aber nicht Rhythmusstörungen checken. In extrem sehr seltenen Fällen kann man mit Beta-Blocker Puls in normalem Rhythmus bringen. Amiodaron ist eine der besten Medikamente zur Rhythmuskontrolle, das heißt, das Herz wieder in den Rhythmus kommt, aber hat auch relativ viele Nebenwirkungen. Wenn man 5 Wochen geht, ist kein Problem. Dauerhaft ist ja bei erneuten Patienten nicht ganz so gewünscht. Kein Leberproblem, man Augenprobleme, logische Drüse, wird die Haut abgelagert. Das heißt, viele Nebenwirkungen, wenn man über eine längere Zeit einnimmt. Wenn man nur kürzere Zeit einnimmt, führt sehr, sehr selten zu Problemen zu reden. Lenkanidin ist auch ein sehr gutes Medikament, fast genauso wirksam wie Amiodarone, aber leider kann man bei Patienten, die andere Herzerkrankungen haben, nicht geben. Wie zum Beispiel koronare Herzerkrankungen, die Herzinfarkte haben, Distanz, wenn die Klappen sehr undicht sind oder eng oder so, darf man nicht geben, weil das hat laut einer Studie vor vielen Jahren gezeigt, Patienten dann haben eine erhöhte Sterblichkeit, wenn sie diese Medikamente nehmen. Okay, Puls stabilisieren, aber wegen anderen Herzkrankheiten die Dorken würde stabilisieren. Deswegen kann man nicht machen. Und das Beste wäre eigentlich dann doch eine Verödung wahrscheinlich bei vielen Patienten. Kann man nicht bei allen generell sagen, aber die Verödung von jungen Venen, was ich schon mal gesagt habe, die Venen, die sauerstoffreich und zurück von dem Herz im linken Vorkammer bringen, die sind oft elektrisch instabil, die sind wie Anzünder und die Zünder des Radlinien, die lösen aus diese Rhythmusstörung und dann läuft die Organisation. Erhöhung von Vorflämmen
bei Patienten, die erstmal sowas bekommen, hier eigentlich auf der Welt wird meistens mit drei Methoden gemacht heutzutage, alle reinbietende. Einmal ist mit Kälte, also wird mit der Ballen gemacht, Kryoballon, das werde ich gleich sagen. Gibt es auch mit Wärme, Punkt für Punkt, die Venen rundum verölen. Gibt es auch eine ganz neue Methode, die erst seit 1,5, 2 Jahren auf dem Markt ist, im Euroraum und in Amerika hat das sowas in ein paar Monaten zugelassen. Das ist mit schnellen elektrischen Stromimpulsen, Stromstöße, kommt kein Wärme durch, immer die Zellmembranen durchlässig und die tun dann abstellen. Alle Methoden sind immer nicht für alle Patienten geeignet. Da muss man immer gucken, dass relevant für jeden passiert, eine Methode, die am besten geeignet ist. Die Untersuchung generell bei allen diesen drei Methoden, dieser Verordnung, wird mit lokaler Betäubung und tiefer schlafenden Schmerzspritze gemacht. Patient schläft, kriegt überhaupt nichts mit. Schläft komplett weg ist. Werden zwei Punktionen an den Leistenvenen, nicht Schlagader, Venen gemacht und seit über fast 1,5, 2 Jahren mit Punktionen unter Ultraschallkontrollen, dass keine Komplikation da kommt. Und wir haben super Ergebnisse jetzt, seit wir mit Ultraschallkontrollen machen. Und dann bringen wir zwei Katheter über die Leistenvenen. Das fährt. Wir müssen aber von linker Seite, wir kommen von rechter Seite, wir kommen durch die Venen in der rechten Herzseite auf die linke Seite kommen. Das heißt, müssen wir Herzscheidewand-Piepser mit einem Auto, das kommt auf der linken Seite. Das sehen wir in Röntgen, wo wir sind. Wir messen Augendruck, gibt es verschiedene Sicherheitsmaßnahmen. Was wir dazu machen hier im Haus ist, zu 99% auch mit einem Schlupfunterschlag wird diese Piepser von den Herzscheidewand. Das ist wirklich Teil. Komplikation, kein Problem bei den Piepsen im Herz, auch, weil daneben sind auch wichtige Strukturen, in denen man nicht pieksen sollte. Hier sehen Herz, super, die Nadel, wo das Delta, wo Herzschmerzen vorbringt. Und da sehen wir, wir haben einen Schub gepikst auf der anderen Seite. Unter dem Ultraschall, super Ergebnisse, sehr sicher. Dann bringen wir schon den Katheter hier, sehen wir über diese Pfeile drauf. Hier sehen wir auch Schluck-Ultraschallsonde. Das kommt in Schmisse da. Nachdem wir schon drüber sind, wir bringen noch ein anderes Sonde ins Herz, kommt Schluck-Ultraschallsonde weg, kommt eine Temperatursonde in die Speiseröhre. Warum? Wenn wir mit Kälte oder mit Wärme verödeln, das heißt, die Organe, die neben Herz sind oder direkt hinter Herz, können auch dann an Temperatur schon runtergehen mit der Haut oder hochgehen, nachdem wir mit Kälte oder Wärme verödeln. Können wir auch die Speiseröhre, das ist das Wichtigste, hinten schon mit verletzen? Meistens diese Komplikationen kommen dann nach 3, 4 Wochen. Was sind dann Schlaganfallsymptome, Fieber dazu und sowas? Dass wir sowas vermeiden, nutzen wir diese Temperatursonde, heißt das. Sobald wir sehen, dass die Temperatur unter ein kritisches Niveau im Speiseröhre kommt, beenden wir die Behandlung, die Verödung. Und dann können wir Patienten sagen: Nee, diese Verödung geht es nicht bei Ihnen. Jetzt seit 1 Jahr gibt es die andere Methode, mit Stromstößen, das macht keine Verletzung der Speiseröhre. Aber erst wenn es muss, geht es nicht behandelt. Wenn wir das schon gemacht haben, alles vorbereitet, machen wir ein Alveolo, heißt das, eine Darstellung mit Kontrastmittel von der linken Vorkammer. Das ist hier die linke Vorkammer. Und hier die linke Lungenvenen und die rechten Lungenvenen. Dass wir genau sehen, wo wir verbinden müssen. Dann geht es weiter mit Verband. Wir sehen ganz gut, diese Verband ist mit Lackgas dann innen drin gefüllt. Hier gibt es ein ganz feines Katheter innen drin. Wir sehen diese Impulse, die den Rhythmus schon anzünden, hier innen drin im Herz. Wir sehen, während der Verödung, die Impulse verschwinden sich. Wir haben die Impulse schon verödet, die kommen gar nicht mehr. Und Temperatur in so einem Ballon geht tief bis minus 60, minus 70 Grad Celsius. Alle 4 Venen werden einzeln so genommen. Das linke obere, linke untere, rechte obere, rechte untere. Und wenn wir durch sind, wir sagen, es ist fertig, wir sagen nicht zwemmen, sondern wir testen nochmal die Venen. Wir bringen so ein Katheter, das heißt, dass wir wirklich sehen, dass die Venen gut verödet sind. Ich erzähle das, weil es Patienten, die sowas gehabt haben und sagen, ist das gut gemacht, warum habe ich nochmal Vorflimmern? Die Venen haben wir getestet, habe ich am Anfang aber gesagt, nur 70 bis 80% der Patienten kommt dieser Rhythmusschock aus den Lungenvenen. Manchmal sind ganze Vorkammer fremd.
Aber weniger daran gibt es auch Methoden, aber deswegen haben wir diese basierten doch weiterhin Rhythmusschirm, trotzdem, dass wir den Google wählen und verwendet haben. Andere Methode, diese neue, habe ich erzählt, in dieser Stromimpulse, ist mit diesem Katheter. Das heißt, Pulsed Field Ablation ist diese schnelle Stromimpulse werden im Herz angegeben mit 2000 Volt. Und dadurch werden die Patienten auch gefiltert. Das ist eine sehr gute Methode, hat deutlich weniger Nebenwirkungen, weil die Nebenwirkungen durch Temperaturschwankungen da kommen nicht. Hohe Temperatur, keine niedrige Temperatur. Das ist extrem selektiv, ist nur für Herzmuskeln, tut auch keine Verletzung von Nerven. Nee. Also, so sieht das aus. Hier ist EKG, wir sehen oberflächlich, also wir sehen, hier sind die Impulse hier. Entweder wir gehen die Stromstöße hier, 5 mal hier. 10, 15 Stromimpulse. Und hier sehen wir blau keine Impulse mehr. Sehen Sie die Impulse hier im blauen Katheter? Hier überhaupt nicht. An diesen Veränderungen sind die Impulse weg. Und diese Katheter sieht so aus: sind Sprengformen, Basketformen, also so ein blauer Pin-Blue. Und die Konsole, die Impulse abgibt, die Stromimpulse mit 2000 Volt abgibt, sieht so aus. Die dritte Methode habe ich erzählt, auch dann doch mit Wärme, auch mit der thermischen Methode. Das sind dann auch für manche Patienten doch geeigneter, wo man dann gezielt, zum Beispiel, haben schon die Verirrung mit sowas gemacht. Patient hat wieder was. Da gucken wir gezielt, ob die jungen Venen durch irgendwo durch die Impulse durchlassen. Da muss man nicht komplett verirren, sondern gezielt die Impulse mit einem Kanäler um 5,3 mm nur die Band machen. So kann man zum Beispiel Voltage, die Herz messen im Vorkammer, wir können auch Impuls ausbreiten, direkt sehen. Das gleiche Prozedur für alle 4 Wochen habe ich gesagt, gibt es auch verschiedene Methoden. Als Vorbeugung vor Schlaganfall wird auch Blutverdünner werden, die Untersuchung und nicht nur das Entgehen, sondern wir messen, wie gut verdünnt ist, dass der Patient kein Schlaganfall während der Untersuchung bekommt. Erste Messung machen wir nach 15 Minuten. Wenn du aber richtig gut verdünnt ist, wir rutschen, dann haben wir nächste Kontrolle nach 30 Minuten. Sonst, wenn irgendwas nicht stimmt, gehen wir nochmal Blutverdünner, verbessern wir nochmal nach 15 Minuten. Die Untersuchung selbst je nach Methode dauert 40 Minuten bis 1 Stunde. Wenn die Untersuchung fertig ist, wir tun dann die Schleusung aus der Leiste ziehen. Kommt der Naht, heißt es, Z-Naht wird so oben, unter, oben, unter, nochmal gelegen, kommt Haut mit Fettgewebe unter Haut, drückt die Venen zu, kommt ein Druckverband, aber jetzt ging man sich trotzdem nicht zu sicher, dass er keinen Schlaganfall kriegt. Nochmal aufspritzen, die Blutverdünner, nächsten Tag, dann wird der Patient nochmal mit Unterschall untersucht, kriegt gleichzeitig AG und nach 2 Tagen in der Regel ist der Patient nachher. Unsere Untersuchungsraum sieht so aus, mit modernsten Techniken, wie gesagt, alle 3 Methoden, die heutzutage für Vorfüllverirrung zur Verfügung stehen, haben wir auch hier. Und das ist ein ganz großer Monitortisch, das heißt, modernste Technik ist hier in der Welt.